könntest du dich wirklich so hinreißen? Hinreißen ist vielleicht übertrieben, aber irgendetwas hat sie. Schau dir diese Kaltlasten an, die passen mehr wie zwei Mischen oder ein Sofenschrauß. Namen Boss, Namen Freddy. Irgendein Spezialauftrag heute? Nein, im Augenblick nicht. Das ist die Neue. Wie gefällt sie? Riesenheuler. Tolles Fahrgestell. Vorläufig gar nichts, liebe Hunde. Wir sind ja eben erst gekommen. Ich finde, eine Inspektion sollte länger dauern. Bei mir dauert es meistens nicht einmal so lange. Ja, das ist etwas anderes. Wenn eins von Ihren Mädchen den Sperrbezirk verletzt oder einen Kunden attackiert, ist es leichter, es zu überführen als ein ganzes Lokal. Was möchten Sie trinken, Herr Stadtrat? Eine Coca mit Zitrone? Sie haben ja gesagt, das trinken Sie am liebsten. Ja, zu Hause. Hier will ich Whisky. Dann geht wir an die Bar. Wo will denn das Mädchen hin? Das möchte ich auch gern wissen. Moment mal. Monika, was ist denn los? Mein Onkel ist hier. Bitte, lieber Sonny, Sie müssen mir helfen. Ich muss verschwinden. Das hört der liebe Sonny gern, wenn man lieber Sonny zu ihm sagt. Dann hilft er auch der liebe Sonny. Was ist passiert? Warum arbeiten Sie nicht? Unmöglich. Wenn er mich hier sieht, bin ich verloren. Ich habe was übrig für Findekinder. Machen Sie doch keine Scherze, Sonny. Bitte helfen Sie mir. Also wo ist er denn, der böse Onkel? Da unten sitzt er mit dem kleinen, hageren Mann. Ach, der ist da. Der hat aber einen guten Zug. Ich verstehe gar nicht, was der in so einem Lokal sucht. So ein Lokal? Das will ich aber nicht gehört haben, ja? Ich finde, der passt doch gar nicht hierher. Ja, ja, ganz meine Meinung. Ich werde sofort dafür sorgen, dass er nicht mehr herkommt. Sonst können Sie ja nie auftreten. Gehen Sie in die Garderobe und ziehen Sie um. Danke, Son. Freddy? Gibt's was, Boss? Oh ja. Ein diskreter Auftrag. Ja. Okay, hier geht auch noch. Jetzt müsste ich eigentlich einschreiten. Eigentlich schon. Ich halte es für besser, Sie zücken Ihr Notizbuch und nehmen alles zu Protokoll, was man hier geboten bekommt. Fangen wir an bei der Blondine mit dem geräumigen Busen. Schade, dass wir keinen Fotoapparat dabei haben. Sie sind gerade geknipst worden. Junger Mann, knipsen Sie mal die Gruppe dort im Wasser. Das ist leider nicht möglich, das ist polizeilich verboten. Ich erlaube es Ihnen offiziell. Das geht trotzdem nicht, ich stehe unter Vertrag bei der Pornopress. Aber Sie könnten mir doch eine Kamera leihen. Selbstverständlich, wenn Sie einen Moment halten. Aber wenn Sie die Aufnahme machen, dann zeigen Sie die Bilder nicht Ihrer Frau. Passen Sie auf. Ja. Bitte sehr. Jetzt brauchen Sie nur noch abzudrücken. Ja. Geben Sie die Kamera her! Ich denke gar nicht daran! Das werden Sie mir büßen! Sie haben mir doch erlaubt, dass ich hier fotografieren darf! Hoppi Galoppi, was macht Ihr Murmelkreis in unseren Flanschbecken? Ich werde dafür sorgen, dass Sie mir Presse ausweichen, entzogen werden! Wie heißen Sie? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße! Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt! Ich werde den Sauladen hier schließen lassen! Na, schmeiß den Müll ins Wasser! Bitte nachher. Gehen Sie. Vorsicht, ist hier gut. Oh, bitte.